Moin HP. Hallo. Tolle Autos hast du. Danke. Sehr spontan Video. Ich drehe gerade mit dem Mercedes 300 SL und vor mir fährt Scooter, HP Baxter, der Frontmann, mit seiner Freundin. Hier ist der Jaguar. Ich stehe auf Scooter und ich mag HP Baxter. Und wenn er schon mal hier rumfährt mit seinem Oldtimer, was ist das, Rolls Royce? Und davor, nee, dahinter fährt halt seine Freundin im F-Type. Dann kann man schon mal ein Video darüber machen. Ja, mal ein etwas anderes Video heute. Aber der Sound vom F-Type ist schon ziemlich geil. Ist halt der V8. Das ist schon was Feines. HP Baxter hat ja nur englische Autos. Also den F-Type vor uns, den Roadster, dann den Rolls-Royce davor. Noch einen alten Bentley, dann fährt er noch ein Mini und noch einen Range Rover. Und den Range Rover bin ich sogar selbst mal gefahren. Da habe ich noch am Flughafen gearbeitet, beim Valet Parking. Und da ist HP halt mal geflogen und das Auto stand bei uns ein paar Tage. Und ich habe ihm seinen Range Rover vorgefahren und er hat mir 10 Euro Trinkgeld gegeben. Danke dafür, HP, falls du das jetzt siehst. Ihr könnt mir ja mal ein Feedback geben, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Moin, HP. Hallo. Tolle Autos hast du. Danke. Finde ich echt stark. Ah, okay. Ich hoffe, du fühlst dich nicht zu verfolgt. Ja, Mensch, da haben wir ihn sogar noch gekriegt. So, jetzt bin ich auch zu Hause und kann das Video in Ruhe zum Abschluss bringen. Es war doch ein etwas anderes Video, aber der Zufall war einfach so cool. HP Baxter kam einfach direkt aus einer Einfahrt rausgefahren. Die Gelegenheit nutze ich und mache ein kleines Video darüber. Es war ein klassischer Vlog. Ich kam mir zwar echt ein bisschen komisch vor, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ich dachte echt, ich sorge den Typen jetzt volle Kanne. Aber ich wollte halt so ein ganz paar Aufnahmen machen. Einmal Moin gesagt, wir haben kurz geschnackt. Und dann war mir das aber auch so unangenehm, weil ich dachte, der weiß doch ganz genau, ich verfolge den doch jetzt nur, um ein paar Aufnahmen zu kriegen. Naja, aber ich glaube, das passiert ihm öfter und der wird das schon verstehen. Nicht wahr, HP? Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich freue mich auf deinen letzten Auftritt bei Zirkus Halligalli, wenn es noch einen gibt. Die Sendung wird dir abgesetzt. Ich hoffe, du performst nochmal schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei JST2Cars.